Herzlich willkommen, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich darf jetzt über die Digitalisierung unserer Kernprozesse bei der Autobahn GmbH berichten, planen, bauen, betreiben und was wir da so vorhaben in den nächsten Jahren und was unsere nächsten Schritte dabei sind. Da möchte ich ganz am Anfang unsere Vision benennen. Wo wollen wir eigentlich hin mit unserem Digitalisierungswahn? Und da haben wir gesagt, wir wollen alles halt so weit digitalisieren, dass wir unsere Bauwerksmodelle tatsächlich von der Planung an bis in die Betriebsphase auch nutzen können und damit die wesentlichen Informationen die gesamte Zeit mittragen und eigentlich unseren Datenhaushalt regelmäßig aufpolieren und aktuell halten können. Wie wollen wir das angehen? Da haben wir gesagt, da sind ganz klar unsere Ziele der Autobahn relevant. Wir wollen den Nutzern, Nutzerinnen und Nutzern halt die Möglichkeit geben, möglichst störungsfrei von A nach B zu kommen. Das fassen wir unter anderem unter die Verfügbarkeit. Verfügbarkeit können wir dann dadurch erhöhen, wenn wir auch wissen, was vor Ort liegt, wie wir geplant haben, welche Informationen wir berücksichtigen müssen. Wo liegt zum Beispiel ein Abwasserkanal, den wir jetzt nicht unbedingt durchtrennen sollten, wenn wir eine neue Brücke bauen. Die Sicherheit betrifft alle Beteiligten, auch wiederum Nutzer und Nutzer, aber vor allem auch unsere Beschäftigten und unsere externen Partner. Wenn wir wissen, dass da eine Gasleitung ist, die können wir dann schon während der Planung berücksichtigen. Das können wir bei der Digitalisierung auch nutzen, dass automatisiert uns da ein Hinweis gegeben wird und dass wir besonders darauf aufpassen müssen. Das Thema Nachhaltigkeit wurde heute schon angesprochen, zieht sich durch alles durch, ist enorm wichtig und da hilft die Digitalisierung an der Stelle ebenfalls, die besten Lösungen zu finden, wie wir am besten eine Trasse zum Beispiel für die Autobahn planen, welches Material wir an den Bauteilen und an den Bauwerken verwenden und vor allem über den Nutzungszeit müssen wir da gucken, dass wir den Lebenszyklus eines Bauwerks, was jetzt bei einer Brücke bis zu 100 Jahre sein soll. Im Straßenbau reden wir aktuell von 30 Jahren der Dimensionierung. Wenn wir dann Erhaltungsmaßnahmen durchführen, welche Erhaltungsmaßnahme macht am meisten Sinn? Und da fällt die Nachhaltigkeit ganz schnell wieder ins Gewicht. Wenn wir jetzt das digitalisieren, ist immer im Fokus, dass wir ein Werkzeug unseren Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben, aber auch unseren externen Partnern, das effektiv gearbeitet werden kann, dass effektiv die Prozesse optimiert werden können. Und dazu brauchen wir erstmal eine einheitliche Projektabwicklung innerhalb unseres Unternehmens. Die Autobahn GmbH ist ein recht junges Unternehmen. Wir sind seit 2021 dabei und dürfen die Infrastruktur planen, bauen und betreiben. Davor waren es 16 einzelne Straßenbauverwaltungen der Länder, die das übernommen haben und das auch sehr gut gemacht haben. Aber es haben sich halt auch 16 Welten aufgebaut. Und das probieren wir gerade zu harmonisieren, dass wir in eine Verzahnung unserer 10 Niederlassungen kommen, dass wir wirklich zusammen an Projekten arbeiten können und keine starken Trennungen haben. Das ist im Moment das Wesentlichste oder ein wesentlicher Punkt, den wir vorantreiben, wirklich unternehmensweit die Projektabwicklung zu harmonisieren. Ein wesentlicher Bestandteil ist da, dass wir zu einer zentralen Datenhaltung kommen müssen, dass wir uns innerhalb der Autobahn die Möglichkeit geben, aber auch den externen Partnern immer mit den aktuellsten Daten arbeiten zu können. Bedeutet, wenn jetzt ein Teilmodell von einer Gründung zum Beispiel kommt für ein Projekt XY, dann sollte auch der das Widerlager nachher baut, auf diesem Gründungsmodell aufbauen können und die aktuellsten Daten da verwenden können. Dazu müssen wir halt so eine zentrale Datenhaltung ermöglichen. Sind wir auf einem guten Weg, das EEM-System in der Autobahn einsetzen zu können und dann auch zur Verfügung zu stellen. Automatisierungen sind bei der Digitalisierung extrem wichtig. Wenn man jetzt Richtung Planableitung oder Plangenehmigungen geht, hilft uns die Digitalisierung, wesentliche Punkte schon mal abfrühstücken zu können, Durchfahrtshöhen zu ermitteln zum Beispiel. Wenn wir modellbasiert unterwegs sind, können wir dort mit Prüfroutinen das uns vereinfachen und dadurch auch effizienter gestalten, einen Plan zu prüfen, ein Bauwerk zu prüfen, ein Projekt abwickeln zu können. Und dazu wollen wir auch in die Cloud-Lösung reinkommen, dass wir die Cloud-basierte Berechnung da nutzen können, um dort auch mal schneller Ressourcen freizugeben, um nicht langwierige Hardwarebeschaffung angehen zu müssen. Im Moment sind 5 Fokusthemen für uns
sehr relevant. Das ist im Moment sehr stark auf uns intern erstmal gemünzt. Wir müssen den Kompetenzaufbau aufbauen. Ich hatte gestern erst wieder ein Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, wenn jetzt ein BIM-Modell bei uns ankommt, was ich prüfen muss, wie gehe ich damit eigentlich um? Also müssen wir gucken, wie können wir zielgerichtet unsere Kolleginnen und Kollegen schulen, dass die Konstrukteure die entsprechende Infrastruktur einmal haben, aber auch das Wissen, wie sie eine Brücke, ein Streckenbauwerk planen können. Aber auch die Leute, die es nachher prüfen müssen bei uns und genehmigen müssen, die müssen ganz andere Kompetenzen mitbringen. Die brauchen jetzt nicht das Konstruktionsdetail, die müssen vielleicht nur mit einem Viewer arbeiten können. Und da müssen wir halt schauen, wie wir die Kompetenzen nach und nach aufbauen können. Ganz rechts, Objektkatalog ist ein Wort, was bei BIM immer wieder genannt wird und es ist ein sehr wesentlicher Bestandteil. Wir sind auf einem guten Weg für die Bundesfernstraßeninfrastruktur, einen Objektkatalog zur Verfügung stellen zu können. Zusammen mit der DEGIS erarbeiten wir den. Wir hoffen, dass dann, wenn das BIM-Portal dann auch an der Stelle komplett funktionstüchtig ist, den auch dort zur Verfügung zu stellen. Wir werden im Moment für die Autobahnen nicht darauf warten, dass das BIM-Portal da einsatzfähig ist, sondern wir werden alternativ uns jetzt eine Lösung erarbeiten, um schnell auch den externen Partnern was an die Hand geben zu können. Und dann im Nachgang wird das über das BIM-Portal zur Verfügung gestellt. Über die IT-Infrastruktur hatte ich schon gesprochen, dass wir die für unsere Kolleginnen und Kollegen bereitstellen müssen, dass die arbeitsfähig sind und das halt abgestimmt sein muss. Wer sitzt jetzt gerade an dem Rechner? Was braucht er wirklich für eine Software? Und was muss noch im Hintergrund an Routinen entwickelt werden? Da sind wir auf einem guten Weg. Bei den Standards möchte ich neben dem Objektkatalog, dass wir verstehen, mit welcher Sprache wir sprechen und dass die IT diese Sprache auch noch versteht, müssen wir halt auch vorgeben, wie wollen wir denn in die Projektabwicklung reinkommen. Und dafür ist so ein Standard sehr hilfreich, dass wir, wenn wir mit einem Softwareprodukt arbeiten, in allen 10 Niederlassungen auch gleiche Routinen haben. Und dafür haben wir unsere 10 BIM-Leitstellen installiert oder sind dabei, die zu installieren, um dann die Erfahrungen aus der Baupraxis wieder gesammelt an die Zentrale zu bekommen, um dann zu ermöglichen, dass alle Niederlassungen davon auch profitieren können. Im BIM-Masterplan gibt es verschiedenste Anwendungsfälle, die bei BIM realisiert werden sollen oder angewendet werden sollen. Wir als Autobahn sind mittlerweile so weit, dass wir einen Großteil der Anwendungsfälle tatsächlich schon in der Erprobung haben und angewendet haben. Erfahrungswerte liegen dafür vor und die sammeln wir gerade auch wieder ein, dass wir das dann auch mit der BIM-Lenkungsgruppe weiter diskutieren können und gucken können, wo die Reise dahin geht. Müssen wir noch Unteranwendungsfälle definieren etc. pp. Das sind im Moment unsere Fokusthemen, die wir bei BIM vorantreiben wollen und müssen, dass wir zusammenarbeiten können. Wenn ich jetzt dann weiter gucke, hört das BIM-Modell nicht bei dem Bau auf, sondern wir haben ja dann auch die Betriebsphase, die wesentlichste Phase eigentlich von so einem Infrastrukturbauwerk ist. Und da bin ich der Meinung, dass wir die zwei Modeworte digitaler Zwilling definitiv mit Leben füllen müssen und auch das beschreiben müssen, was wollen wir eigentlich von einem digitalen Zwilling erreichen und wo hilft er uns. Und die größte Aufgabe ist eigentlich, dass wir den Erhaltungsaufwand mit einem digitalen Zwilling hoffentlich vereinfachen können, dass der uns dabei unterstützt, Varianten vorauszusagen mit den Daten, die hinterlegt sind, dass wir Varianten abstimmen können und so die Verfügbarkeit während der gesamten Lebenszeit so groß wie möglich zu halten. Bedeutet auch, dass wenn man jetzt verschiedene Baumaterialien hat, Erfahrungswerte aus anderen Projekten nutzen muss. Ich wähle das Wort muss besonders hier extra, ist nicht lapidar gesagt. Wir müssen es nutzen, um dann die besten Erhaltungsprozesse auswählen zu können. Wir sind gerade dabei, für den digitalen Zwilling auf der Fachseite für uns ein einheitliches Verständnis aufzusetzen, dass wir aus dem Planungsbereich, aus dem Baubereich, aus der Haltung und aus dem Betrieb vor allem sagen, welche Informationen wünschen wir uns aus dem Zwilling, um dann damit zielgerichtet auf die IT zuzugehen und auch mit dem BMDV darüber zu sprechen. Es hilft uns nämlich nichts, wenn wir einen digitalen Zwilling aufgedrückt bekommen und damit können wir nichts machen. Deswegen machen wir jetzt erstmal auf Fachebene uns da Gedanken zu und konzeptionieren den digitalen Zwilling für uns. Diese Übersichtsfolie möchte ich eigentlich nur auflegen, dass es halt nicht nur ein
Brückenbauwerk ist. Aktuell ist es ganz häufig so, dass wenn man den digitalen Zwilling hört, ist ein Brückenabbild dort, dass man halt die Kölbrandbrücke zum Beispiel als digitalen Zwilling dargestellt hat. Für uns als Infrastrukturbetreiber ist ein einzelnes Bauwerk natürlich interessant, aber wir sollten den digitalen Zwilling so denken, dass wir unsere Infrastruktur als digitalen Zwilling abbilden und dann über skalierbare Größen hingehen können und sagen können, okay, jetzt gucke ich mir das Bauwerk XY genauer an und dann suche ich mir die entsprechenden oder sucht sich der digitale Zwilling mit Schnittpunkten die entsprechenden und wesentlichen Informationen heraus. Und es ist nicht nur das Bauwerk, es ist nicht nur eine Brücke und es ist auch nicht nur ein Tunnel, sondern bei einem digitalen Zwilling ist ganz klar, dass wir auch den Verkehr mitdenken müssen. Der Verkehr ist und die Verkehrslenkung, Verkehrsmanagement greift ebenfalls auf die Daten des digitalen Zwillings zu. Wenn wir eine Brückenprüfung durchführen, das wird in dem digitalen Zwilling hinterlegt, muss diese Information direkt eigentlich an das Verkehrsmanagement auch weitergegeben werden können, dass die die Verkehre durch die Korridore auch entsprechend leiten können. Und somit möchte ich damit eigentlich schließen meinen Vortrag. Ich hoffe, dass ich dann auch zeitlich genau in der Runde bin und möchte dafür sensibilisieren, dass der digitale Zwilling ein sehr wichtiges Tool ist. Wir müssen noch lernen, alle Beteiligten, glaube ich, was es eigentlich ist und was wir damit wollen. Aber ich glaube, dass wir in Zukunft damit auf jeden Fall den richtigen Weg einschlagen. Über die Autobahn an sich möchte ich jetzt nicht groß noch berichten. Wir sind halt ein großes Unternehmen mit der Infrastruktur. Jeder kennt es. Bis zu 28.000 Brückenbauwerke haben wir. Wir haben 42 Außenstellen, die die Arbeit tatsächlich, die Projekte draußen begleiten. Und darüber ist dann der Kopf mit 10 Niederlassungen und der Zentrale hier in Berlin. Und wir sind froh, dass wir jetzt bundesweit einheitliche Standards setzen dürfen. Das ist eine Riesenherausforderung und da freuen wir uns drauf. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.